Wir haben gewählt. Deutschland hat gewählt. Wir haben gewählt. Ja, wir, BB8 und euer Captain Rex. Meinen Helm habe ich oben abgelegt. Wollte einfach nur nochmal auf die Wahl 2017 eindringlich mich bedanken, dass 87% normal sind, sich aber um 13% aufregen. Was hast du dazu, BB8? Ich drücke jetzt nicht nochmal drauf, dann quatscht er mich wieder voll. Oh, BB8 schüttelt den Kopf. 87% haben normal gewählt, regen sich aber auf, dass 13% anders gewählt haben. Was sagt uns das? 87% normale Druiden, normale Klonkrieger haben gewählt. Wenn man dann so Star Wars mäßig, willkommen in der neuen Republik. Willkommen in der neuen Republik. Ja, Star Wars macht's möglich. Palpatine, die SPD, ja, am Heulen. Habt ihr gesehen, alles rote Augen gehabt und so weiter und so fort. Ja, also BB8 und ich haben auch gewählt. Wir haben richtig gewählt. Wir gehören auch zu den 87 Normalos. Total normal, deswegen sind wir ja auch so, ja, ne? Warum sind wir eigentlich so sauer, dass 13 anders gewählt haben? Tja, ich bitte euch, 13% haben anders gewählt. Ich bitte euch, und wir 87% regen uns auf. Ja, wie sind wir denn unterwegs? Oh Mann, oh Mann. Also ich überlege mir gerade, ob ich nicht auch in 4 Jahren zu diesen komischen 13% gehöre, damit die Leute sich dann aufregen und ich die Nummer 1 bin, warum und die aufregen? Denn ich bin 1 mit der Macht und die Macht ist 1 mit mir. Star Wars mäßig. Ja, ich werde weiterhin ein Rebell sein. Natürlich werde ich die Magenta nehmen, sowas Gelbliches, weil anders geht's nicht. Ich bin ein Unternehmer, seit 69 mit der Idee verworben, einen Datenhighway-Kiosk zu haben. Und jetzt bin ich nun mal digital, analog, digital, analog, analog, digital. Aus Hobby, Beruf, Beruf wird Hobby. Und ich bin Star Wars beknackt mit meinem Freund BB8. Der mich hier einen voll erzählt. Und wenn er Lust hat, haut er mir auch das Ding da um die Ohren. Mache ich jetzt aber nicht. Den habe ich nämlich im Schaufenster, den mit dem. Ne? Kann ich hier drauf drücken, dann macht er das auch. Ne? Soll ich das machen? Ja, soll ich machen? So, BB8. BB8 zeigt. BB8 zeigt jetzt allen Bundestagsabgeordneten den Zeigefinger. Da kennt ihr nichts alle. Das ist nicht runtergefallen, ist nicht schon runtergefallen. Ne? Hier so. Ne? So. Ne? Könnte man so sagen. Macht aber nicht, ne? Packen wir wieder weg. Packen wir wieder weg. Packen wir wieder weg. Das andere muss ich runterholen. Oh ja, der gefällt mir. Könnt ihr mir mal runterholen? Ja, wegen der Puppe komme ich dann morgen. Ja, ist klar. Ach, herrlich. Das war noch Zeit. BB8 kommt ja jetzt wieder. BB9E kommt aus und schwarzer. Ob der auch so groß wird, weiß ich nicht. Ach, Bundestag, ey. Ich bin eins mit der Macht und die Macht ist eins mit mir. Das ist ja auch kau, ey. Ich gehe sofort in die Opposition. Ich sehe dann alles gar nicht ein. Bumm. Meine sehr verehrten Politiker, ihr seid Angestellte des Volks. Das Volk zahlt 683 Millionen für euch im Jahr. Hurra! Rechnet das mal aus. Das sind fast, weil eben mit allem drum und dran, 4 Milliarden. Also 1 Milliarde im Jahr kostet der Bundestag. Hurra! Ab sofort bei 705. Gut, 704? Keine Ahnung. Denn die Petri ist ja auch abgehauen. Die Petri ist abgehauen, ne? Die Petri-Schale da. Könnte ja sein, wenn man Mutter wird, hat man so andere Gefühle. Die biologische Uhr läuft anders. Dann tickt man anders. Keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, wofür die AfD steht. Keine Ahnung. Könnt ihr ja mal drunter schreiben, wofür die AfD steht. Also, welcome zur neuen Republik. Ja? Und da fragt man sich wirklich, oh je, oh je, oh je. Ja, oh je, 683 Millionen, Hammer, 1 Milliarde jetzt mittlerweile für solche Herrschaften, die an sich unsere Angestellten sind. Unsere Angestellten machen da Kadaumes und 13% flippen aus und 87% drehen am Rad. Hammer,
Wer ist denn jetzt der Bekloppte? Die 87% oder die 13%? Ich weiß es nicht. Weißt du das? Ich weiß es auch nicht. Weißt du das? Weißt du das? Ist klar. Ja. Also er weiß dann auch nicht. Wenn er dann schon nicht weiß, wer soll das denn wissen? Vielleicht könnte ich auch R2D2 nehmen, ob der das weiß. Aber der ist ja auch genauso wie er unterwegs. Nee. Bleibt aus, das Ganze. So, ich wünsche euch was. Das ist ein Kurzbeitrag. Bundestagswahl 2017, wie gesagt, 87% bedanke ich mich, die normal sind. 13%, die anormal sind. Ja, die Nazis sind wieder im Reichstag. Der Reichstag hat seine Nazis wieder. Wow. Schlimmstes Wahlergebnis seit 1953. Wow. Meine sehr verehrten Damen und Herren, an alle 49 bis 79 Geborenen, die leider nicht so im Netz verwoben, wie die ab 89 bis heute geboren. Die sind natürlich sehr oft im Netz, kennen sich da auch besser aus. Wir, die Studierten und Firmenbesitzer und, denken uns auch mittlerweile unser Teil. Manchmal frage ich mich auch, wann kommt die Partei, die linke SPD? Könnte man auch mal drüber nachfragen. Wir könnten ja der SPD nahelegen, dass sie sich endlich mal mit der Linken zusammentut, um endlich rot zu sein. Endlich rot zu sein. Denn die SPD ist ihr eigener Tod. Die möchten so gern schwarz sein. Blutrot. Schwarz sein. Irgendwas stimmt nämlich mit der SPD nicht. Das muss ich einfach mal so drüber nachdenken. Bei 87% Normalos gegenüber 13 bekloppte Prozent. Ist mir egal, wie viele Millionen. Jedenfalls die anderen Millionen, die mehrsprachigen Bürger, fanden das gar nicht so gut. Ich hatte ziemlich viele Osmanen, ja, ich hatte sehr viele Osmanen heute hier, die mich gefragt haben, ob ich den Mann kenne. Machen sie Dingen auf, das war Helmut Schmidt. Dann sage ich, natürlich kenne ich Helmut Schmidt. Ja, was ist denn mit dem? Ja, der war für die Osmanen. Ja, der war für die Osmanen, ob das so war, weiß ich nicht. Der hat vieles von sich gegeben, der Herr Schmidt, Altkanzler und keine Ahnung, jedenfalls wollten und ja, okay, ein Osmane sagt auch, es sollte keiner mit einer Burka in einer Sache hinein, wo mit Geld hantiert. Da hat sogar der Osmane oder ist der Osmane der Meinung, das sollte nicht sein, dass Leute mit Burka irgendwo reingehen, wo mit Geld umgegangen wird. Hat er auch recht, sind ja auch viele Sachen da schon passiert. Also, was zeigt uns das? 13% haben jetzt Deutschland durcheinander gebracht. 13% könnte sein, dass die Ampel kaputt machen, die Jamaika, Kollekte und so, dass wir zu Weihnachten zur Kollekte gehen und neu wählen müssen. Kann alles sein, aber denkt immer dran. Geht eine Ampel kaputt? Ja, geht eine Ampel kaputt? Gilt immer rechts vor links. Versteht ihr? Rechts vor links. Das ist die Straßenverkehrsordnung. Die gilt auch für Politiker. Ist halt so. Denkt mal drüber nach. Rechts vor links. Und Deutschland hat wieder seine Nazis im Bundestag. Nein, seine Nazis im Reichstag. Ja, die nennen das ja Reichstag. Also wenn man einen Reichstag hat, hat man auch Nazis. Eine Demokratie hält alle aus. Ob BB8, mit oder ohne Stinkefinger. Wäre schön, wenn das noch rausgeht. Das aber macht er nicht. BB8, da muss man alles per Hand reindrücken. Okay, wie gesagt, dieser Videoclip ist heute kürzer. Ich habe auch kein Interesse, politische Videos zu machen. Ich bin eins mit der Macht und die Macht ist mit eins, mit der ich bin. Und gehe auch ins Kino E8. Ich hatte heute ziemlich viele Jugendliche wieder hier, die sich begeistert auf die Star Wars Sachen gestürzt haben. Wird also immer weniger. Und wenn ich mir das Internet so anschaue, sehe ich von morgens bis abends da nur Bundestag. Ich suche gleich auf 3000 Fernsehprogramme irgendetwas zur Entspannung. Das, was ich sehr gerne sehe, muss ich auch bezahlen, was ich auch gerne tue. Aber die Telekom hat uns ja alle zum 10.10.2017 gekündigt und deswegen haben wir Ärger. Ich habe gerade noch versucht anzurufen. Seit 10 Tagen, jetzt schon 12 Tage, ist dort auch Störung, aber dafür ist an sich die 1&1-Gesellschaft zuständig. Bei mir müsste ich nachrechnen, auch 10 Tage, die Telekom. Die Telekom
Das haben ja auch meine Kunden, deswegen bin ich ziemlich ruhig und deswegen gehe ich auch gelassen vor diese Kamera. Auch Kunden haben 3 Monate, also 3 Monate wurde bei den Kunden nicht abgebucht. Ich überprüfe nicht dauernd das Konto. Ich bin ein Einzahler, kein Abholer und stelle das nicht fest. Jetzt hat es natürlich gekracht, ist klar, weil alles aus war. Und weil alles aus war und weil sie mir das Gerät kaputt gemacht haben, dieses hier haben sie mir kaputt gemacht. Weil, ja, kennt ihr ja, so eine Überlastung, ist irgendeine Überlastung passiert. Durch diese Überlastung ist dieses Speedboot kaputt gegangen. Und ist klar, jetzt gucken wir erstmal nach Ersatz. Der Junge ist doch schwer, wenn man den so im Arm hat, ja, Alter. Okay, ich freue mich, wie gesagt, auf Episode 8. Also politisch habe ich auch keine Lust mehr. Eins ist mit der Macht und die Macht ist eins mit mir. Das finde ich schon mal super toll. Ja, im Bundestag. Ja, was wollte ich eigentlich gesagt haben? Ich wollte gesagt haben, 87% drehen am Rad, weil 13% noch mehr am Rad gedreht haben. Wie komisch ist denn das? Alles ist komisch. Ich bin der Meinung persönlich, respektive nicht anderer, auch nicht seiner, das ist meine Meinung, dass da eine riesen Show abläuft, die uns richtig Geld kostet, eine Show von irgendwas abzulenken oder die Politik ist so banal geworden, dass man gar keine Politik mehr machen braucht, sondern Show und dafür Geld kriegt. Die sind überall, werden auch überall eingeladen und kriegen überall Geld. Auf eine Art ist das cool. Die kriegen 500 Euro, 800 Euro, je nachdem. Sitzen überall rum, reden überall dasselbe, werden überall dasselbe Maß an Angriffe werden da getätigt. Oh, Herr Gauland, die kommen aber mit der Bundeswehr. Nein, mit der Wehrmacht. Ne? Und dann Zitat von Leuten bei CDU, die schon mindestens ein paar Jahre tot sind. Also, nee. Boah, ich weiß nicht, ey. CDU schräg, CSU schräger. Boah, ich bin froh, dass ich bei der Magenta bin. Da weiß ich, dass so ein 38-Jähriger da, so ein Jungspund, von 0 auf 10% gekommen ist. Ich mag den Herrn Kubicki, ich mag den Herrn, ne, und so weiter. Ja, mögen, naja, ist relativ. Alles relativ, aber ich finde es stark, wie die reden. Ich meine, die Politiker machen alles Show, ja. Die SPD greift da die FDP an und die Grünen, jetzt macht mal Jamaika, ne, legt mal los. Na, runter vom Bio-Klo. Heute wissen wir, dass die Linke vor den Grünen, ist schon mal auch eine tolle Sache, die haben 10, die haben 9 oder 9,8, keine Ahnung, man weiß ja sowieso nicht, was die wirklich haben. Man haut uns eine Hochrechnung um die Ohren und dann ist die Sache eh erledigt. Die wahren, echten Zahlen, die kriegen wir alle nicht raus, so richtig, nur die, die jetzt unbedingt wissen wollen. Und ich frage mich gerade, will ich das wissen? Willst du das wissen? Er will das auch nicht wissen. Ach ja, also in 4 Jahren sehen wir uns politisch wieder. Wir arbeiten an unsere Tante Emma elektronisch, die elektronische Tante Emma, da könnt ihr das dann alles kaufen. Wir denken uns dann, wenn wir dann alles verkauft haben, eine neue Kulisse aus, die ihr dann auch noch kaufen könnt, wenn ihr wollt. Den ihr könnt ihr für 49,95 bekommen. Der wird bei Amazon angeboten, ich glaube jetzt 69,95, geht ja auch Weihnachten zu. Wer hier in den Laden kommt, weil ich ihn zigmal angepackt habe, kann ihn halt für 49,95 bekommen. So, und jetzt mache ich mich auf den Weg meiner sogenannten 3000 Fernsehprogramme anzuschauen. Vielleicht habe ich ja Glück, dass die Telekom endlich wieder freigeschaltet hat, weil sie ja eingesehen, sie hat selber eingesehen den Fehler. Ja? Jetzt unterhalten wir uns nur über den Schadenersatz. Ist ja klar, die haben Fehler gemacht, Schadenersatz. Ja, dann schauen wir. Ja, im Moment habe ich auch mehr Schaden als Gewinn, aber was soll ich machen? Es ist halt so, manchmal passiert das so, kommt man nicht gegen an, irgendeiner drückt einen Knopf und dann hören die Geräte nicht auf und unser Eins hängt dann da. Ja, ja. Hurra, hurra. Ne? Aber was soll man machen? Das Leben ist hart. Okay, macht's gut, bis später. Ich denke mir die Show weiter aus. Willkommen bei der Star Wars Show, willkommen, ne? Bei der neuen Republik, Star Wars Republik, Darth Vader macht's möglich, die AfD, ja, röchel, röchel, röchel. Ne? Und du? Ja, ne, hast du Schatz. Ja.